Ofen wird jetzt verschlossen. Also er ist leer, der Ofen, das sieht man durchs Blasen. Wir haben eine hydraulische Stoppmaschine mit 300 Bar und einer kunstharzgebundenen Masse wird das Ofenloch verschlossen. Der Ofen ist jetzt verschlossen. Die Stoppmaschine hat jetzt eine Vorhaltezeit von 2 bis 3 Minuten. Und jetzt haben wir eine Wartezeit, das heißt Blaszeit, von circa 1 Stunde. Dann wird der Ofen wieder geöffnet für den nächsten Abstich. Also die Hochofenmannschaft gesamt auf der Schicht befinden sich 21 Leute im Begriff Schmelzmeister. Beim Abstieg selber auf der Ofenbühne heraus sind 3 Leute. Das ist der Vorschmelzer und die 2 Schmelzer. Das Um und Auf ist sicher der Zusammenhalt der Ofenmannschaft. Man sieht, da arbeiten nur 3 Leute und man kann sich auf jeden wirklich verlassen, da jeder Handgriff sitzt. Man sieht das auch bei der Produktion, bei der Erzeugung, bei der Qualität. Es passt eigentlich alles und da kann man wirklich stolz sein auf die Mannschaft. Also ein Lob nochmal an der gesamten Mannschaft.